YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer neuen unglaublich sexuellen Folge. Du hast ganz hübsche blaue Augen, Betsy. Komm, Peggy hatte recht. Ja. Unsere Kleidung, oh, wie schön ich die da hingelegt habe. Ja, aber wirklich bewusst. Schau dir das an. Bewusst so hingelegt, oder? Nein. Weil du das so im Kreis gelegt hast. Ja gut, ich habe es einfach hingeschmissen, so wie ich es zu Hause auch hinschmeißen würde. Nee, zu Hause habe ich meinen Stuhl, da wird es drüber gehangen. Die Waffen in der Mitte? Ich weiß nicht, ob die Waffen auch irgendwie Strahlung haben können. Ich habe jetzt alle Waffen abgemacht. Was lustig ist, wir haben beide noch eine Uhr an, ne? Die ist nicht verstrahlt. Nee, die funktioniert mit Strahlung. eine Waffe habe ich gefunden, die droppe ich jetzt aber auch kurz vors Auto. Die will ich dann mitnehmen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Hier ist eine Apotheke. Da gucke ich jetzt mal rein, wenn ich reinkomme, ich Nakapazi. Ich gucke mich hier nach Seife um. Kann ja eh nichts einstecken. Ja, stimmt. Ich habe gerade Geld gefunden, habe mich gefreut. Oh, warte mal. Ich nehme mich einfach da mit den Sachen an, die hier sind. Ich habe Geld gefunden, die kannst du nicht einstecken. Ich finde natürlich nichts zum Anziehen, meinem ist saukalt. Schmerztabletten. Ach Gott. Ich bin hier falsch, was Kleidung angeht, ne? Wie kann meinem eigentlich kalt sein, wenn der ist der also der hat ja keine Stelle, wo er nicht behaart ist. Der, das weiß ich nicht, Aha. Vielleicht hat er einfach dünne Haare und deswegen ist ihm kalt. Oh geil, ich habe eine Lümmeltüte, endlich. Endlich, jetzt muss nur noch meine Arschritze zensiert werden, vorne rum passt's. Ich finde natürlich jetzt gerade natürlich nur kaputte Kleidung. Also, wurscht, sie an. In erster Linie suche ich Seife. Kann ich mir aber nichts in die Lümmeltüte reinhauen? Ich werde doch nicht den ganzen Platz brauchen für die. Geht ja bis zu die Kniescheiben erst. Na, vergiss nicht, du bist älter. Mittlerweile hängen sie auch schon bis zu die Kniescheiben, gell? Oh, ich habe eine Hüfttasche. Ich kann auch was. Ich habe zumindest eine Hüfttasche jetzt an. Verdeckt auch den Lümmel, hä? Das kann ich dir nicht sagen, weil es immer noch verpixelt ist. Ich habe auch eine. Schaut aber witzig aus irgendwie. Oh, geil, ich habe eine Hose. Oh, du Pixelt. Ja, aber die ist, die als Inventarplatzmäßig ist ich die. Ich habe die Sicherung 200A. Perfekt. Oh, ich habe ein bisschen ein Wampel, finde ich. Warte mal, ich müsste meinen mal, warte mal. Oh ja, der hat, ja, mein hat auch ein Bauch. Ja, ja, eindeutig. Ja, finde halt einfach mal Kleidung, mein Freund, und hör auf zu, genau, zieh einen Arbeiterhelm an, dann ist dir warm. Wo habe ich denn vorhin Ding gefunden? Na, Zombie darf jetzt nicht kommen. Oh, das wäre ganz ungünstig. Na, warte, gehen wir besser nicht zur Polizei. Ich glaube, ich nehme eine Missgabel mal mit. Auf dem Rücken kann ich. Ich frage mich, wo er die jetzt gerade befestigt. Aber egal. Naja, du kannst mit deinen. Oh, ich habe Seife. Sehe ich gerade. Sehr gut. Du kannst mit deinen Schulterblättern ein Vakuum erzeugen und dann wird das so drangesackt. Oh, ich verstehe. Oh, kann ich nicht die tragen? Oh, schade. Andere Hose. Eine Trainingshose. Oh, ich bin Talerhuhn. Hauptsache Handschuhe habe ich an, weißt du? Nochmal Seife, Handschuhe habe ich auch jetzt an. Ich bin absolut gefährlich gerade in dem Game. Warum finde ich alles aber keine Seife? Ja, aber wie wollen wir denn das dann machen? Es stimmt, haben wir überhaupt einen See in der Nähe oder irgendwas? Wir brauchen ja auch Wasser. Wir müssen es ja kurz tragen zumindest. Jetzt warst du kurz, war kurz, ganz kurz laut und dann leise. Da bätze ich. Echt? Pullover. Alter, ich schau aus. Wie hab ich denn das gemacht? Wie schau ich denn aus? Ach ne, ein Zombie. Ich hab nichts, um mich zu verteidigen. Wo bist du? Ich hab eine Missgabel. Jetzt, du bist so leise geworden. Was ist los? Keine Ahnung. Ja, schrei ein bisschen, Alter. Hasse. Ich muss doch nicht schreien jetzt. Weißt du, was mir gerade kommt? Nein. Dass ich Idiot F9 gedrückt habe. Das bringt aber nicht viel, wenn OBS nicht läuft. Ich wusste es doch, der Betsy hat sich einfach drauf hier in dem Spiel.
Aber ziehen wir sich das auch noch an, da können wir ein bisschen mehr einstecken. So, jetzt auch nochmal Hallo von meiner Seite, ne? Der vergessen hat, den Aufnahmeknopf zu drücken. Deswegen werden bei mir ein paar Minuten fehlen. Die nackten Minuten. Na, no, es ist halt kein nackten Hintern in deinem Video. Das ist ja auch nicht doch, verkehrt. Ich bin ja noch nackig. Ich also, du rennst echt noch? Ja. Ich habe noch nicht so viel Kleidung wie du gefunden. Ja, wo schaust du? Wo suchst du wegen Kleidung? Im Badezimmer oder im Keller? Im oder? Ganzen Haus? Ja, ja, ja. Okay, gut. Ja, passt. Oh, ich glaub, oh mein Gott! Das war der Brüller, oder? Ich bin erschrocken. Ja. Wir rennen hier zwei Bres hinterher. Oh ja. Okay, hier komme ich nicht hoch. Shit. Shit, hoch hier. Nicht rein, nur hoch. Nicht rein, nur hoch. Jetzt wird's kritisch. Jetzt habe ich keine Waffe. Oh mein Gott, der kommt ja auch hoch. Huch. Nein, hat nicht geklappt. Bist du bei der Polizei gewesen? Nein. Ich war in einem Haus, da war ein Zombie drin. Und ich bin rausgerannt und das war alles. Okay, mir rennt immer noch ein Dicker hinterher, aber nur ein Dicker, das geht noch. Sollte ich eigentlich schaffen. Ja, ich habe nichts, nur Fäuste. Ja, ich habe eine Missgabe. Ja, super, dann komm her und mach die bei mir auch weg. Oh, fuck. Oh Gott, mit Missgabe ist noch das einer. Er ist irgendwo abprallt. Oh. Stirb doch jetzt endlich mal. Geht doch. Ich habe ja einfach schnell ihre Kleidung. Oh, keine schöne Sicht. Ja, machen wir so. Ist halt können die auch irgendwann mal das Interesse an mir verlieren vielleicht? Nee, egal, weil ich so ein Schnucki bin. Ach, shit. Wieso bin ich einfach so unwiderstehlich? Ich versteh's. Gerade für Untote, gell? Oh, ja, 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 sie geht ab. Sie haut ab. Sie hat keinen Bock mehr auf mich. Du hast die Seife rausgeholt, oder was? Oh, ich möchte meine Kleidung wieder anziehen. Ich auch so langsam. Suche aber immer noch Seife. Ich finde gar nichts. Ich finde keine Kleidung. Ich habe zweimal Seife. Einmal von 10 von 10 und einmal 5 von 10. Jetzt habe ich zumindest eine sexy Jeans-Shorts. Hm. Und Motorradstiefel. Oh, Seife. 8 von 10 habe ich jetzt schon mal Seife. Okay, die hat keinen Bock mehr. So, hier ist mein... Nein, wo ist mein Auto? Ah, hier bist du. Oh, da ist ein Zombie. Da ist mein Auto. Ein Zombie? Nee. Gut, ich mache das jetzt anders. Haben wir Wasser in der Nähe? Wissen wir da was? Warte, ich schaue mal schnell auf die Map. Shit. Wir sind irgendwo, wo überhaupt kein Wasser in der Nähe ist. Ich glaube, wenn wir quer durch den Wald fahren, da könnte dann Wasser sein. Wir haben es auch noch ein ganz schönes Stück, bis ein Fluss kommt. Hey, die Waffen sind verstrahlt, oder weil ich in der Nähe da irgendwie... Nee, mein Holster ist verstrahlt. Hast du es wieder angezogen, oder? Du viele Kollege. Was war denn? Von der Blitz eventuell. Ja, na klar, ich habe geschossen erst. Scheiß drauf. Ich zieh die verstrahlte Kleidung wieder an jetzt. Ist jetzt noch eine? Ich habe jetzt Seife. Ah, ich habe nicht alles an. Ja, Seife habe ich auch und ich habe Farbdose Zuckerwatte gefunden. Zuckerwatte, interessant, interessant. Wollte ich unbedingt mitnehmen, weil ich Zuckerwatte so nett fand. Was ist mit der Hose? Achso. Blöd, dass ich hier nicht mal eine neue Hose finde, weil da bräuchte ich eh eine. So, ist hier Wasser? Wo sind wir? Wir haben hier... Nein, habe ich doch gerade schon gesagt. Schau mal auf die Map. Ich fahre einfach zum Wasser. Sollen wir das nicht zusammen machen? Ja, ich habe Seife. Du hast auch Seife, oder? 8 Mal, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Ja, das... Ich... Oh ja, komm, mach mal einfach. Wie viel hast du? 15. Ja, du hast ja viel mehr. Ja, ich gebe dir dann halt was ab. Ich glaube, ich habe sogar im Auto was. Lass mich kurz nochmal hier im ersten Stock schauen. Oder? Ich habe doch einmal Seife mitgenommen. Oh, da ist schon wieder ein Zombie. Ja, dann komm jetzt. Lass uns mal den Stock. Lass uns mal den ganzen Kacke hier desinfizieren oder so ein Scheiß. Waschen nennt sich das, Zacki.
Ja, aber wir müssen das auch richtig, richtig waschen. Also ich nehme auch noch ein bisschen Alkohol mit. So. Vielleicht zieht das ja. Meinst du, das zieht wirklich? Ich bin wieder auf dem Weg zu dir, ne? Nicht wundern. Ich nehme nur ein paar Umwege, weil Zombies. Das ist jetzt ja. Mein so heiß, weil ich eine Leggings anhab. Den Sheet anhab. Jetzt muss ich erstmal schnell die Farbdose hier auf den Boden legen. Oh, ich hör einen. Ja. Ist das so günstig, wenn du ganz so laut bist? Nein, natürlich nicht. Das war toll, toll. Mama! Fucking geht einfach ab. Ich höre nur Geballere. Oh mein Gott, Betsy! Was denn? Kannst du schießen oder so? Nein, er versteckt sich einfach. Ich hab ne scheiß Mistgabel. Und bei mir sind sie auch, ich höre sie. Ach du blöde Drecksau, du. Nochmal gespielt? Nein. Baseballschläger. Haha! Kommt her. Lass sie ruhig zu mir kommen. Ich baller extra laut. Die sollen ruhig kommen, die Arschstinker. Ich höre aber sehr viele. Wobei dein Schuss ist hier jeder Zombie. Bin ich mal eine Sniperer dran? Wie bitte? Hattest du nicht mal eine Sniperer, sag ich schon? Hattest du nicht ja, mal eine Sniperer? Ja, ich denke mal gerade. An der Shot, die habe ich gar. Wie soll ich eine Shot in. Nein, es gibt Safe Shot, ist mit Schalldämpfer, ne? Aber ich hab's nicht. Ja. Rennt weg. Rennt zu dir! Ja, hast du? Na, Schlückelchen. Da. So, ich blute extrem kacke. Kann man auch nicht kacke bluten? Ich habe jetzt aber nichts, um mich zu verarzten. Also, es ist vorbei mit Bluten. Nur die Strahlung kickt heftig. Jetzt, ich hätte gesagt, wir fahren jetzt endlich zum verkackten Wasser. Ja, deswegen, ich bin gerade hier schnell beim Umräumen. Weil ich wollte das Zeug, was ich mitnehme, schnell hier am Boden legen, natürlich, weißt du? Die Seife noch. Das noch. Das, was ich jetzt anhabe, ziehe ich hier drüben alles aus. Nicht, dass es Verwechslungen gibt. Wobei die Hose, die lasse ich, weil die ist. Oh, das geht fit, aber auch mit Waschen und fertig. So. Ganz kurz schauen, was hier im Inventar ist. Ach Gott. Ja, so öffnet er kein Inventar? Hat es kein Inventar? Okay. Ich bin dabei, ich zieh mich doch gerade an. Zieh mich doch gerade an. Im Auto habe ich anscheinend keine Strahlung, oder was? Muss man testen jetzt. Scheiße, den kann ich nicht mitnehmen. Okay, Moment. Das gehört noch mir, die gehört noch mir. Der gehört noch mir, das gehört noch mir. Hä, hey, habe ich jetzt keine Strahlung? Das hat er da drin. Schnell schauen, ob ich da irgendwas drin habe. Nee, hatte ich nicht. Zack. Okay. Anscheinend bin ich nicht verstrahlt jetzt da. Die Lümmeltüte. Hä, wieso kann ich den? Ach, mein Bogen. Tu doch den Bogen mitnehmen. Du doch den Bogen mitnehmen. Hast du mal eine grüne Trainingsjacke an? Deine grüne Trainingsjacke, was? Nee, hattest du mal eine Trainingsjacke vor kurzem an? Ja, ja, ich habe sie gerade eben getroppt. Ah, okay, weil die nämlich bei mir mitliegt. Okay. Also bei mir steigt wieder Strahlung, ne? Bei mir gerade nicht, aber ich will trotzdem waschen gehen. Weißt du, wo? Also bist du? Soll ich vorfahren? Wer fährt vor? Du fährst immer vor.
Das liegt an mir, dass wir eine Ding. Einen Baseballschläger hast du liegen lassen, ne? Das war der Holz-Baseballschläger, für den habe ich keinen Platz mehr. Ich habe einen anderen einstecken. Ah, okay. Hab einen Metall-Baseballschläger. Ja, warte mal, wo ist Mana eigentlich? Hier, warum ist der nicht Dingsen? So. Aber sie geht langsam hoch, die Strahlung. Bei mir steht nichts mit Strahlung, aber sicherheitshalber wasche ich meine Kleidung auch. Scheiße, jetzt fahren wir wieder sonst wohin. Egal. Wie, nicht egal. Kommt. Gleich umdrehen und fertig. Ja, nicht zur Strahlung. Wir fahren nicht mehr zur Strahlung, keine Sorge. Nein, das meine ich nicht. Aber wenn wir jetzt nur in die falsche Richtung fahren... Nein, wir fahren Richtung Fluss. Das meine ich. Also ich schaue, dass wir Richtung Fluss fahren. Ja, wir müssen halt jetzt nicht ganz genau die Hauptstraße nehmen, sondern so schnell wie es geht. Na, auch querfeldein. Es juckt mich Haselnüsse. Achso. Ich folge dir halt nur. Uptala. Okay, auf Querfeldein sagt er zack, dann fahren wir auf Querfeldein. Ja, sicher. Wir müssen eigentlich jetzt gleich schon Wasser sehen. Da unten, da unten, da unten, da unten, da unten. Die Kurve nicht. Weißt du noch, wie das funktioniert hat? Irgendwie ins Wasser stellen und dann die Seife anwählen, das Ding anwählen und waschen, ne? Werden wir sehen. Nur schon, dass das auch was ist, wo wir reinlaufen können, ne? Nicht, dass wir jetzt reinfallen, das wäre scheiße, dann gehen wir unter. Wenn sie hier ist es schon tief, ja, ne? Ja, hier ist es ganz schön tief. Ich probiere mal, wenn ich nur drin stehe, ob das reicht zum Waschen. Ja, ja. Ja, passt. Alles waschen. Wenn ich alles waschen mache, wäscht er jetzt auch alles? Ja, mal sehen. Ist das für eine Frage? Mir ist ziemlich warm. Jetzt weiß ich nicht, woran sehe ich jetzt, ob es gewaschen wird. Wenn es nass ist. Verschmutzung. Nee, das Hemd ist noch, der ist noch zu 100% und ich habe keine Seife mehr. Ich habe alles waschen gemacht, jetzt hat er keine Seife mehr einstecken. Super. Verschmutzung 0, ja. Ah, okay, wir brauchen viel mehr Seife, Bruder. Mhm. Ja gut, aber dann schauen wir gleich, ob hier in der Nähe ein kleines Dörflein ist. Nicht so weit weg vom Wasser. Gegenüber wäre eins. Der anderen Seite. Achso, warte mal. Wo habe ich denn Antibiotika? Wegen was? Wegen deinen. Bist du. Wegen Aua. Obwohl geht, glaube ich, eigentlich. Ich überlege gerade nur, welche Brücke die ist schneller, glaube ich. Ja? Oh mein Gott! Oh, ich muss. Gut, wir haben ja noch Autoreparatursets. Oh, da drüben ist gleich was, siehst du? Ist das nicht sogar das Krankenhaus oder sowas? Möglich. Da unten sind auch noch Häuser. Schauen wir erstmal unten, bevor wir hochfahren, oder? Mhm. Ja, wir waren hier schon mal, das weiß ich. Oh, schau, dein Auto wieder. Oh ja, aber ohne Motor, schade. Und auch ohne Tür, die ich brauchen könnte. ich glaube, den gab es nie mit Fahrertür. Der ist so standardmäßig. Ohne Fahrertür ist der verkauft worden. Safe. War das Modell. Ja. Ja, ich hätte zumindest ein sauberes Holz für daheim, aber das bringt jetzt auch nicht so viel. Das ist die School, ne? Oder? Das ist nicht die Schule? Könnte auch die School sein, ja, stimmt. Passt auf, ich brauche nur Seife. Ja, einen Schraubenschlüssel, wenn ich jetzt einen finde. Nehme ich schon mit. Schraubendreher.
Aber da, wo ich jetzt gucke, da wird keine Seife drin. Okay, wo in den Kisten eventuell, kann ja sein, ne? Muss ja nicht immer im Badezimmer sein, die Seife. Viele Schmerzmittel nehme ich mit. Kann auch wer mal Seife weggeschmissen haben hier. Ich finde nur so Sachen wie Bohrmaschine und so ein Spaß. Schaß? Spaß. Genau. Ihr merkt, der Husten ist auch nicht da. Ja, der geht so schnell nicht weg. So, ich kann sagen, jetzt, guck mal, Zocki, da steht ein Auto fast in ganz. Niedlich. Hier war anscheinend der Werkunterricht. Geh, das ist scheiße hier, glaube ich. Na, jetzt schau ich nochmal da rein, hoppala. Schlagring. Motorradmaske. Machete. Wäre aber geil eigentlich, so eine Machete. Ach, scheiße. Ich glaube, die hast du nur mit Machete. Ich will so gerne. Ja, ist das. Da muss es doch Toiletten geben. Wo haben die hingeschießen? Jetzt aber ja ohne Witz. Ja, da hinten sind nochmal Gebäude. Während der Arbeitszeit, ich muss aufs Klo. Ja, du musst heimfahren. Tut mir leid, das geht's ja nicht. Alter. Aber sie steigt gerade nicht, die Straße. Da haben sie hinkackt und brunst. Da, wo die Pfütze bei mir ist. Das ist ja Wahnsinn. Bist du dir sicher, dass da noch eine Pfütze wäre, dass sie nicht schon eingetrocknet und da nochmal. Da sind sie ausgelaufen, die Mitarbeiter von der Schule. Wenn es keine Toiletten hier gibt. Ne, die sind hier. Ich habe die Toiletten gefunden. Ja, da ist Seife drin. Komm. Wo ist sie? Wo bist du? Ich bin ein Stück hochgerannt. Ach so. Also die Straße hoch, da sind noch Gebäude nämlich. Und Wohnhäuser. Na, no, Alter, das ist von hier bis dort, wenn du mal richtig, wenn der Stift schon malt, verstehst du? Oh, will ich, Alter. Halt rechtzeitig los. Nein, es geht nicht. Darfst du nur in der Pause. Darfst du früher nicht. So eben das. Jo, also gewaschen haben sie sich hier anscheinend nicht. Keine Seife, ja. Nein. Zumindest nicht in dem Gebäude gegenüber. Dreck, Schweindel. Ich habe übrigens hochhackige Stiefeletten entdeckt. Ja, die kann man ja nicht anziehen. Ach, stimmt ja, man kann ja nicht. Du, was glaubst du, wie ich da herumlaufen würde? Was ich schon alles entdeckt habe. Nur noch im Minirock und hochhackigen Schuhen. Ja. Was bist du hingelaufen? Ich bin jetzt da im Krankenhaus, sage ich ja. Ja, okay, sind wir jetzt doch beim Krankenhaus. Ja, ich nehme mal an, das ist. Also hier ist ein Krankenhaus, weil hier sind so Röntgenbilder und. Gut, ich hab. Was ist denn ein Tourniquet? Naja, den gibst du, den zwickst du hinten. Musst du zwischen die Backen. Und dann musst du quetschen. Mit einem Tourniquet wird Druck auf die Gliedmaßen oder Extremität ausgeübt, um den Blutfluss zu begrenzen, aber nicht zu stoppen. Sie kann in Notfällen bei Operationen oder in der postoperativen Rehabilitation. Ja, ich weiß. Rehabilitation. Rehabilitation. Inkontinent. Ja, so. Genau. Inkontinent. Sie ist steril, das heißt, sie ist völlig sicher. Ich nehme die mal mit. Ey, ich finde keine Seife. Ich glaube, ich kacke auf Seife. Gesundheitsmäßig erschöpft nur. Ich habe keine Strahlung. Ich darf gar nicht sagen, wo ich arbeite und kann nicht mal das Wort. Was für ein Wort? Rehabilitation aussprechen. Rehabilitation? Ich hätte aber jetzt Kalium-Ioi-Tabletten. Was ist das? Die gegen Strahlung? Cool, ich habe hier ein Motorrad ohne Räder. Ich esse mal nebenbei. Hast du noch Strahlung? Ganz leicht, aber sie steigt irgendwie nicht. Ich habe gar nichts, ich weiß nicht, ich bin nur erschöpft. Ich habe effektive Strahlung 0,1. Jetzt ist sie bei 0,0. Weil ich dieses Zeug genommen habe. Aber ich weiß nicht, ob die nicht wiederkommt, weißt du?
Ja gut, Benze, ich weiß nicht, da ist scheiße. Druckverband. Also ich finde richtig guten Shit wieder, Antibiotikum. Aber warte mal, das Essen sollte ich auch weghauen, hat's geheißen? Hat sie was? Gesagt? Nein, das alles, auch das, was eingepackt ist? Nein, Betsy, das, was eingepackt ist, ist ja, das hat ja die Packung, das kommt ja, die Strahlung nicht durch. Woran nein, das brauchst du ja nicht. Betsy, ich meine, so eine Chipstüte, das ist ja Alu, gell? Da reflektiert die Strahlung, darum gehen ja auch die Leute in Atomkraftwerken eingewickelt in Alufolie herum, ne? Und rehabilitieren, ne? Dort, gell, Betsy, du Arsch. Kretzend. Wie er jetzt auf einmal beleidigt wird am Schluss. Ja, weil du kommst mit mir, also du kommst mir so, weil ich sage Kraftwerken werken und also. Weißt du, aber vorher dann Rehabilitation, oder? Leck mir mal schon. Ich riskiere es jetzt. Ich riskiere es jetzt und trinke mal kurz mein verstrahltes Wasser. Vielleicht werde ich zum Hulk. Bist du sicher, dass er verstrahlt? Ich habe jetzt mal einen Schluck gemacht. Warte mal. Kann man es nicht prüfen? Trinkwasser 100%. Nichts verstrahlt. Die bescheißen sich doch. Trink einfach hier aus dem Trinkwasserbehälter. Fertig aus. Ja. Ist gut, anscheinend hast du recht. Ja, nur weil der Trinkwasser 100% steht, heißt, du hast halt noch 100% drinnen. Ja, aber es wird vielleicht dastehen, verstrahlt, so wie bei Fleisch verdorben noch dasteht. Ja, da ist, Nicht schon wieder trinken. Warte, hör auf. Stopp. Da ist ja. Satz wurde nicht beendet. Ich schau grad. Ich hab schon drei Tabletten. Drei Bäder und nirgendwo gibt's Seife. Ja, ich fahr mal weg von hier, Betsy. Aber ich habe jede Menge dieser Kalium-Louis-Tabletten. Ne? Du bist echt spitze, aber fahr mal trotzdem weg von hier. Willst du auch oben nicht mehr zur Schule fahren? Na. Nein? Na, wir waren hier schon. Ich will ja jetzt nicht nochmal gleich wieder looten gehen. Okay. Ja, ist schon längst wieder am Auto, weißt du, ich bin immer noch zurück. Oh, ich habe jetzt ein Pasta-Rezeptbuch auch noch. Ja, das ist sehr schön. Wir haben noch nicht mal eine Basis, um uns irgendwas hier irgendwas zu machen, ne? Zum Kochen und so. Nee. Machen wir uns diesmal eine Basis oder sind wir nur so unterwegs? Ja, wir brauchen schon eine Basis. So, ich kann dich zum Auto bringen, jetzt braucht das. Wo hast du den Stunt gesehen? Ja, awesome, das war awesome, Betsy. Schau, der macht das auch. Hey, was soll das? Der macht das nach. Ja, safe, Alter, die sind auch awesome. Wo kommen die auf einmal her? Aus der Versenkung. Vor allen Dingen, der hat meinen Trick noch perfektioniert, dass er auf der Motorhaube stehen geblieben ist. Ja, in der Luft hat er sich sogar umdreht, Alter. Tür sieht immer. Achso, ich habe ja Reparaturzeug dabei. Mal kurz, ich will nur ganz kurz. Nur mal sehen, wie es ausschaut. Was willst du schauen, wie es ausschaut? Hä, wieso habe ich es jetzt? Ich habe es doch in der Hand, warum kann ich es nicht mit. Wie konnte ich nochmal das Auto jetzt färben? E gedrückt halten? Oder F, Entschuldigung, F gedrückt F halten? Mache ich, aber ich kann nur die Motorhaube öffnen. Ich kann es jetzt gerade nicht. Obwohl ich es in der Hand habe. Ist da was drin? 13 von 20, farblose Zuckerwatte. Ah, warte mal, einheitlich färben. Ja, schön, Betsy, so bleibst du. Ah, hey. Hoppala, Entschuldigung. Wie färbe ich das Dach? Ja, geh hoch aufs Dach. Ach
so leicht. Was? So, kann ich da jetzt irgendwie... Ja. Jetzt sieht er mal wieder ein bisschen anders aus. Ja. Schaut aber nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ja, besser wie das langweilige Grün, ne? Naja. Nur echte Männer können Pink tragen. Der Benz ist einer von wenigen, die ihr Auto tragen. Wenn ich im Auto sitze, trage ich die Farbe, ne? Ich ja. Die Straße führt jetzt nicht dahin, wo ich... Sein pinken Tanga, den er nur beim Autofahren anhat. Was machst denn du? Was mache ich? Ich bin vor dir, Bruder. Du hast mich vollgeschoben, weggeschubst. Ich bin vor dir. Ja, ich hab's. Achso, fahren wir überhaupt so? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Das gehört zur Schule dazu, glaube ich, gell? Du bist, glaube ich, richtig. Ja. Genau, du bist richtig. Und dann? Rechts, links, geradeaus? Links. Oh! Was war denn das jetzt? Was denn? Nichts passiert? Ja, ich bin gerade aus der Karte raus, da habe ich die Schleudern gesehen. Hä? Ich wusste gar nicht, aber es ist nichts passiert. Ich wusste gar nicht, dass das Auto ausbrechen kann und einfach umkippt. Aber ich ein bisschen zu heftig in der Kurven. Ja, es hat halt was mit Gewichtsverlagerungen so zu tun. Ne? Sollten irgendwo gleich wieder Gebäude kommen, wenn wir der Hauptstraße folgen. Ja, ich würde die fertig waschen irgendwie. Was willst du? Die Kleidung trotzdem noch fertig. Vielleicht trau dem Ganzen nur nicht. Ja. Ah, Tanksteu! Ja, super, vielleicht kann man Geld einzahlen, wäre geil. Ich hab 721. Hey, ein Auto von meinen Autos. Also mein Auto hier. Ein Auto von deinen Autos. Hey, der hat auch Sprit. Er hat das schon wieder. Der hat keinen Motor, der hat keine Reifen. Wo bist du denn? Da bist du. Ich pisch dahin jetzt. Magst du das? Ja, ja, klar. Ich habe mir schon gedacht, soll ich meinen Knüppel rausholen und... Nee, nee. Den kannst du stecken lassen. Wieso? Den mal Corner hängen. Oh geil, neuer Rucksack, den nehme ich mit. Mach das, ist ein gescheiter Rucksack oder? Ist ein gescheiter Rucksack, ja. Ein großer Rucksack. Nein, der hat studiert. Das ist sicher von einem Studenten gewesen, der Rucksack. Wo er studiert hat, weil das ist auch immer so eine Sache, gell? Ja, studiert hat. Alle, die studieren, sind gescheit. So ist nämlich. Egal was du studierst. Und Ruhe. So, was mache ich mit der menschlichen Haut? Anziehen? Hab gehört, ja, ich tue sie weg. Neueste Mode? Irgendwas wollte ich damit machen. Ich weiß jetzt nicht mehr was. Du wolltest dir irgendwas damit machen? Kleidungsstück, Maske. Nein, keine Maske. Ich glaube ein Kleidungsstück, aber ich weiß nicht mehr welches. Oh, mich blendet die Abendsonne wieder. Warum ist sie eigentlich so hoch, wenn sie untergeht? Hä? Wo ist das jetzt? Ich habe mir aufgefallen, dass die Wippen hier nicht richtig funktionieren, aber sind die so verrostet, dass die gar nicht mehr runtergehen. Warum ist das? Siehst du denn? Jetzt habe ich das angezogen oder wie ist? Ja, siehst du denn? So eine Scheiße hier. Da ist ja gar nichts. Da ist ja gar nichts drin. Warum habe ich denn das Knastding mit? Aber am Bremslicht für Geländemotorräder, ne? Überleg grad, bringt es mehr, ich mache ihn jetzt gleich komplett voll oder ich nehme lieber einen Kanister mit? War das eine Frage jetzt, oder? Das war sowas wie eine Frage, aber du musst nicht antworten, wenn du nicht willst. Ja, okay, ich will nicht. Okay. Na, aber jetzt auf diese Frage will ich einfach nicht antworten. Denn... Woher soll ich denn das wissen? Woher soll ich das wissen, was besser ist?
Alter, das, ich hab... Das Boom voll. Ich hatte jetzt ganz kurz die Hoffnung, dass wenn man repariert den Wagen, vielleicht auch die Scheiben wieder sauber werden. Ja. Dem ist aber nicht so. Hey, was habe ich denn für Rotze? Warte. Ich habe auch voll viel Zeug einstecken. Ja. Ah nee, der ist okay. Ein Ding brauchen wir noch auf Seiten. Hat der irgendwo auf den Seitenschirm, dann geht das. Oh, ich habe den kaputten Baumwoll kaputte. Kaputte? Kaputte? Kapuzelpullover dabei hier. Kapuzelpullover? Ist Kapuzelpullover. Was ist ein Kapuzelpullover? Und warum habe ich da so ein komisches Hemd nur? Oh ja, no. Gar nicht. Oh, jetzt hau dann direkt aus, das ist sowas los hier. Keine Ahnung. Ja, mit der PC zum Bayer oder wie ist? Der kommt auf einmal. Grundsätzlich fix noch einmal. Ist da los? Jetzt, ich hab die menschliche Haut ganz schön vor mich auf. Also hingelegt, eingerollt. Das kann ich damit jetzt craften. Kruzifix noch einmal. Achso! Achso, ich könnte ein Tierhaut. Ja, ein Tierhautköcher könnte man machen. Ist der besser wie der Militärköcher? Militär vor allen Dingen? Militär? Nein, natürlich nicht. Warst du auch schon mal beim Militär? Jö. So, jetzt hau mal schnell das Geld rein, was ich habe. Hau mal ins Auto. Weißt du, was ich nicht verstehe? Ich kann... Ah, man kann aber doch zwischendurch abbrechen einfach mit Escape. Da habe ich dann doch noch ein bisschen Geld. Ja, aber das bringt dir nichts. Weil das, was du jetzt da reingeschüttet hast... Ich habe auch ein bisschen am Konto. Ist so wenig. Ja. Ist so wenig jetzt da. Schaut ja gar nicht aus. Hast du eigentlich schon mal geschaut, ob du das umstellen kannst mit dem Geld? Nein. Was wolltest du eigentlich schon lange mal tun? Tja, ich wollte so viele schon lange mal tun. Ja, okay, jetzt habe ich das ganze Geld verbraten in Sprit. Habe ich auch. Und in den Kanister sind 26 drin. Könntest du bitte nicht an der Tankstelle deine Zigarre rauchen? Vielleicht woanders? Danke. Die ist nicht an. Ja, ich bin mir nicht sicher. Aber du hast sie halt drin im Mund, was es cool ausschaut, gell? Ja, ich bin der Typ von A-Team, der Anführer hier. Der hat's aber angehabt. Ja, aber... wieso jetzt diskutieren? Wir sind schon bei 37 Minuten. Du vielleicht. Ich bin vielleicht erst bei 34, weil ich erst später angeschalten habe. Ja, es ist mir wurscht. Ja, jetzt komm schon. Ich hör im Wind die Stimmen der Zombies. Die flüstern zu mir. Sie sagen, töte Betsy. Das Video. Okay. Wenn sie das sagen, dann muss ich es tun. Betsy. Du hast mich im letzten Part schon mal getötet, weißt du noch? Bist du mich gerade mit einer Knarre an? Nein. Welche Knarre? Okay, was? YouTube. Okay, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.